Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Nagergras machen könnt. Ich habe mir dabei ein vorhandenes Pack mit den Samen und dem Granulatboden aus dem Laden geholt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Pack es war. Auf jeden Fall war es ein Doppelpack und eins davon habe ich schon privat selber ausprobiert. Und das zweite mache ich jetzt hier im Video mit euch zusammen sozusagen. Und ja, wenn ich das noch finde, welches Pack das war, werde ich es auf jeden Fall irgendwo dann im Video einblenden oder in die Videobeschreibung den Link packen. Und dann machen wir am besten das Pack mal auf. Den Deckel, den brauchen wir noch. Also den bitte nicht wegschmeißen. So. So. Auf jeden Fall haben wir hier. Das sind die Samen, wo dann später das Gras wächst. Und das hier ist der Granulatboden, bzw. Nährboden, der dafür sorgt, dass das Gras schnell wächst. Den mache ich mal eben auf. Müsste ja in Ordnung sein. Es steht jetzt schon etwas länger. Auf jeden Fall schütten wir das hier alles rein. Ich kann komplett hier rein. Verteilen wir das Ganze und anschließend verstreuen wir hier drauf die Samen möglichst gleichmäßig, damit das auch alles gleichmäßig dann hinterher wächst. Das muss man nicht verbuddeln oder vermischen. Die Samen, die wachsen da so von alleine. Man kann ruhig die ganze Packung reintun, damit das dann später schön dicht ist und ihr schön viel von dem Nagergras habt. Hier alles schön verteilen. So, das sieht jetzt so ein bisschen wie so ein alter Laubboden aus im Wald. Anschließend bewässert ihr das Ganze. Ihr könnt das gießen oder besser wäre mit der Sprühflasche, das dann regelmäßig befeuchten. Ich mache jetzt mit der Sprühflasche. Da muss man am Anfang natürlich ein bisschen mehr befeuchten, damit die Erde auch bzw. der Granulatboden immer schön feucht bleibt und das auch wachsen kann. So, wenn der Boden jetzt schön feucht ist, so dass wenn ihr auch drüber fasst, das auch richtig auch nass ist. Es soll jetzt nicht schwimmen oder so. Das ist das Problem beim Gießen. Da passiert es schon mal schnell, dass man zu viel reintut. Und ja, dann anschließend macht ihr dann den Deckel drauf. Also nur so leicht. Denn es soll noch Luft dran kommen. Ich mache das dann so, dass hier so ein kleiner Schlitz noch auf ist. Und damit es dann schön warm da drin wird und da die Luftfeuchtigkeit drin bleibt. Und ja, dann müsst ihr einfach das ans Fenster stellen, nicht in die direkte Sonne. Also so, dass es zwar Licht dran kommt und nicht, aber nicht komplett dann die direkte Mittagssonne abbekommen. Oder dass ihr auch nicht komplett im Schatten, im Dunkeln steht, wo überhaupt kein Licht dran kommt, weil Pflanzen brauchen ja bekanntlich Licht zum Wachsen. Anschließend müsst ihr das natürlich dann jeden Tag befeuchten, halt immer, dass es feucht bleibt. Nach ein paar Tagen sollten dann die ersten Grashalme zu sehen sein und wenn das dann so schon, ich sag mal so 2 bis 3 Zentimeter, so dass es schon bis zum Rand des Deckels schon fast geht, dann könnt ihr das den Deckel abnehmen und das kann so weiter wachsen. Das dauert dann insgesamt so um die 1 Woche bis 2, so in dem Dreh rum, je nachdem wie lang und wie groß ihr das haben wollt für eure Tiere und ja. Dann könnt ihr das entweder so reinstellen oder abschneiden.
So, das Nagergras ist jetzt fast 2 Wochen gewachsen. Man sieht, es hat ordentlich an Dichte zugenommen. Es ist ordentlich hochgewachsen. Es ist jetzt circa, ja, also um die 7 bis 8 cm hoch. Ich glaube, höher wird es auch nicht mehr. Man könnte noch probieren, ob es noch höher wird. Aber man kann das jetzt auch gut verfüttern. Auf 2 Arten. Ich habe natürlich jeden Tag bewässert mit der Sprühflasche und auch regelmäßig geguckt, dass die genug Licht kriegen. Man sieht ja, es funktioniert super. Man hat nicht nur hier dieses Gras, sondern man sieht hier auch noch Klee hat man noch mit unten drinnen. Da so hat man dann 2 verschiedene Arten von, ich sag mal, Gras. Und ja, man kann das entweder kann man sich so was nehmen, dann kann man das hier so abschneiden, dass man das regelmäßig stutzt. Dann hat man hier so, ich sag mal, so ein bisschen so einen Salat, so einen kleinen. Den kann man ins Futter reintun oder auch Sofa füttern. Das ist egal, welches Nagetier, es ist für alle geeignet. Also für Ratten, Hamster, Meerschweinchen und so weiter und so fort. Oder man stellt es in den Auslauf. Da sollte man aber aufpassen, dass die Tiere das nicht alles rausgraben, weil zum Beispiel meine Ratten machen es auch manchmal gerne, dass sie nur Spaß daran haben, das rauszuziehen und umzuwühlen, aber nicht das Nagergras futtern. Und so hat man das Ding direkt am einen Tag kaputt und kann es dann nicht mehrmals benutzen. Und das ist dann ziemlich blöd. Auf jeden Fall werde ich meinem Hamster und meinen Ratten was vom Nagergras geben. Die können da beide gerne was von haben. Ist ja selbst gezüchtet und hat somit auch keinen Dünger und so weiter. Bei anderen Pflanzen muss man halt aufpassen, dass die nicht gedünnt sind oder so. Man sollte sich dann schon extra Nagergras in der Zuhandlung kaufen. Oder auch selbst züchten, so wie ich das jetzt gemacht habe. Man kann es auch, glaube ich, aufs Futter selber züchten. Dazu wird dann auch nochmal irgendwann ein Video kommen. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch ein paar Szenen, wie meine Ratten und mein Hamster so das Nagergras empfinden. Und ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und ciao!